Der Hans aus Niederösterreich hat mir dieses kleine Neckknife, ein spanisches Messer, Jehotec nennt sich das, zum Testen zur Verfügung gestellt. Wenn du wissen willst, ob dieses Neckknife ein Messer sein kann, auf das du dich auch wirklich verlassen kannst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Der Hans, der war bei einem Extremtraining, unter anderem bei einem Extremtraining bei mir dabei und hatte dieses Neckknife, dieses kleine spanische Messer hier mit dabei. Ich zeig's dir mal im Detail, so schaut das Teil aus. Ich hat's dann noch einmal nachgeschliffen, aber im Endeffekt ist es das. Es war, glaube ich, eine Lederschelle dabei, hat sich dann eine Kydex gebaut und ich habe es angegriffen und habe gesagt, hey, das liegt richtig schön in der Hand und hat gesagt, test es mal aus und das mache ich hier mit. Ich habe schon einiges damit herumgespielt und kann Folgendes sagen. Als ich das erste Mal in der Hand gehabt habe, war es so ein, und das kennst du sicherlich auch, so ein, wow, das liegt richtig schön in der Hand, aber das, nur weil es mir gut in der Hand liegt, heißt das noch lange, dass es dir gut in der Hand liegt, aber das ist einmal ganz nett. Dann, es ist für ein Neckknife eigentlich relativ schwer, aber man kann auch relativ viel damit tun, ich zumindest. Weil hier hinten, du siehst das hier hoffentlich sehr schön, da ist eben ein Bändchen angebracht und die Möglichkeit besteht auch, kann man das richtig schön nehmen und kann damit zum Beispiel, wenn man arbeiten mag, wenn man jetzt zum Beispiel hier etwas rausschlagen mag auf die Schnelle, dann kann man das tun, indem man das so festhält und mit der Klinge reinschlägt. Und im Endeffekt wie der Biber arbeitet. Du weißt das wahrscheinlich nicht, du kennst diese Messertechnik eh. Wenn nicht, schau mal bei meinem Survival-Mentor, billige Eigenwerbung, Programm vorbei, da gebe ich da unten den Link und dort besprechen wir unterschiedlichste Dinge, die fürs Überleben in der Natur relevant sind. Das geht einmal damit. Ne? Gut, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass man den Powercut schön anwenden kann, weil das Griffstück ein Teil ist, also das gibt dir nicht vor, wie du es zu halten hast. Da gibt es ja auch andere, wie zum Beispiel Firma Cold Steel, bei denen ist es halt immer wieder, liegt super in der Hand, aber da gibt der Designer vor, wie du dieses Messer zu halten hast. Und dadurch ist, wenn man jetzt Power Cut macht und hier jetzt die Klinge, also ich glaube, wie heißt das, Reverse Grip, was weiß ich was, ja, also so hält, dann kann das wehtun, wenn hier irgendwelche, weiß ich nicht, Nuppeln rausstehen. Das ist ja auch alles nicht der Fall. Du kannst richtig schön richtig schön arbeiten. Und ja, das Ergebnis, das kann sich auch sehen lassen. Hier richtig ein schöner Schnitt. Das geht alles gut. Du kannst natürlich auch normal arbeiten damit, das ist eh ganz klar. Und an alle, die sich meine Videos anschauen, obwohl sie mich nicht leiden können, was total okay ist, ja. Danke für jeden, der mir zuschaut. Und auch immer wieder Fragen stellen wie, es geht beim Messer nicht nur um Schnitzen. Nein, es geht beim Messer wirklich nicht immer nur um Schnitzen. Aber bei dem hier und bei Outdoor Survival und bei Bushcraft geht es nun mal um Schnitzen und nicht um Aufschlitzen. Ist einfach so. Also das Messer liegt wirklich sehr schön in der Hand und das ist auch das, was mir extrem gut gefallen hat. Weil du ein kleines, leichtes Messer mit hast, das auch wirklich was kann. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass der Hans, ja, den Schliff. Also er hat es ja nachgeschliffen. Ich kann also nicht bewerten. Ich gebe dir billige Eigenwerbung, den Link unten auf Amazon. Du kannst mir das auch kaufen. Er hat es auch auf Amazon gekauft. Ich kann dir halt nicht sagen, wie es wirklich ist, wenn es ab Werk kommt aus Spanien. Und das ist so bei den Spaniern. Manchmal kriegst du Messer, die wirklich wow sind für das Preis-Leistungs-Verhältnis wow. Und manchmal kriegst du dann Schaß mit Quasteln. Habe ich das gesagt? Ja, ich habe das gesagt und ich meine das auch wirklich genau so, wie ich das meine. Schöne, kleine, feine Arbeiten sind damit machbar. Da es ein Full-Tang-Messer ist, kann man auch leichte Batonierarbeiten machen. Und auch da immer wieder die Frage, muss man überhaupt batonieren? Dieses Betoning, dieses Spalten, das machen nur Idioten, weil da hat man eine Axt dabei. Ja, genau. Ich gehe ja immer nur mit meiner Axt spazieren, gell? Weil ich könnte ja Holz spalten müssen, ne? Einfach nur so. Ja, geh mal mit den Kindern wandern oder mit dem Hund spazieren, nimm mir sicherheitshalber einfach die Axt mit. Wer weiß? Oder wir nehmen einen riesen Fluchtrucksack mit, da habe ich ein Buch jetzt vor kurzem gelesen, billige Eigenwerbung, gebe ich dann natürlich auch unten den Link auf Amazon. Das ist die Fluchtrucksack-Backliste. Als ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, sind die alle komplett irre? Eine kugelsichere Weste und eine Armbrust und eine Schrotflinte und ich weiß nicht, was soll ich eigentlich sonst noch alles mitnehmen, um ja sicher zu gehen? Also das ist der Punkt dabei. Natürlich, ein Opinel-Messer.
ich habe Opinel sehr, sehr gern, habe ich auch schon einmal ein Video dazu gemacht. Die sind super, aber die haben halt gewisse Einschränkungen, was das Spalten betrifft. Und wenn du sagst, Spalten braucht man eh nicht, dann sage ich dir auch, das ist jetzt voll brutal und ich polarisiere jetzt, du hast keine Ahnung von den Notwendigkeiten, wenn du mit wenig Ausrüstung draußen Feuer machen musst. Es geht immer alles, irgendwie. Aber wenn es schnell und effizient und schön sein muss, dann ist Spalten bei Nässe und bei Kälte, wenn du da etwas magst, einfach das Nonplusultra. Und das muss ein Messer, wenn es sich ein Überlebensmesser nennt, nicht ein Jausenmesser. Nicht ein Jausenmesser. Aber ein Überlebensmesser, wenn es sagt, also wenn der Hersteller sagt und der Designer, mein Knife, mein cooles Knife, ist ein Survival Knife, ja, dann muss es das können. Meiner persönlichen Meinung nach. Kannst du natürlich anders sehen. Es ist sehr, sehr schnittig. Du kannst schöne Dinge tun. Einfach so, weil es lustig ist. Aber wie gesagt, ich kann halt leider nicht beurteilen, wie es ausschaut mit unserem mit dem Originalschliff. Und dann muss ich leider auch zwei negative Dinge sagen. Aber das ist nur der Reine halt. Und zwar da hinten dieses Dingsbums. Das schaut sicher cool aus. Und wenn du voll die Handschuhe hast, weil du gerade mit dem Fallschirm abgesprungen bist und irgendeinen Kameraden retten musst und die Handschuhe anhast und dein Messer ziehst, dann wirst du sicherlich nicht dieses Messer hier ziehen, so mal Punkt A. Weil das ist so richtig vom Typ her ein schönes Outdoor, Bushcraft, Survival, ich weiß nicht, was Messer ist, ja. Und kein Einsatz-Kommandomesser, aber sei es drum, manche stehen da einfach drauf. Ich hasse das wie die Best, weil das meinen Diva-Daumen da, siehst du, wenn ich da drauf drücke. Ich habe jetzt einiges gearbeitet, hast mir jetzt zugeschaut. Und die ganze Zeit muss ich da drauf drücken, damit ich schön arbeiten kann. Und das tut meinen Bussi-Bussis weh. Wirklich, das tut ihnen einfach weh. Und so schaut es aus im Schneckenhaus und daher, ich mag das nicht. Ich kann das verdammt nochmal einfach nicht leiden. Ich bin heute geladen, wie du merkst, nein. Aber ich mag das nicht. Und hier bei dieser Ausführung ist es auch noch so, dass es auch wirklich weh tut. Ich habe andere Messer, die dieses, wie heißt das, schreib unten einen Kommentar, wie das heißt, ich vergesse es immer, diese netten Zahnungen haben. Ich glaube, das Lilly-Messer, da habe ich auch dazu mal ein Review gemacht, da geht das wirklich, da ist das okay. Aber es gibt halt, wie hier, das ist unangenehm. Wenn sie es glatt gelassen hätten, soll es so sein. Der Klingenrücken, der ist schön angeschliffen, damit man schön damit arbeiten kann. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Also wenn du Messer herstellst und die sind Survival Knife, Outdoor Survival Bushcraft Knife und dann ist das da hinten abgerundet, dann hat der Designer einfach nichts verstanden. Ja, ich weiß, das ist jetzt, ich bin heute anscheinend nicht gut drauf. Was soll ich tun? Nein, das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist wirklich ganz wichtig, weil nur so hast du eine Multifunktionalität, die auch wirklich sinnvoll und wichtig und richtig ist. Das heißt, du kannst jetzt hier eine Kante machen und kannst dann, wenn du vielleicht jetzt nicht so der Federstick-Spezialist bist und deine Federsticks eher so ausschauen als Federn, dann kannst du zumindest mit einem angeschliffenen Klingenrücken hier hinten noch solche feinen Locken machen, die sich mit dem Feuerstahl zum Beispiel noch anzünden lassen oder, wenn es nass ist und so richtig nass ist, Feuer machen. Auch, das ist manchmal auch nötig, nicht nur Feuerstahl, weil ihr ja auch immer wieder geht, wer hat denn Feuerstahl? Und das ist alles ein Blödsinn. Ich weiß eh. Aber es kann auch sein, dass man das mit dem Feuerzeug nicht hinkriegt, weil das Zeug einfach zu nass ist. Und ich weiß schon, auch dieses Survival Training, das ist eine Spielerei, weil wer in der Stadt wohnt, wer braucht sowas? Ne? Ich meine wirklich, wer braucht sowas? Aber für die, die das brauchen und wollen brauchen, ist das wichtig. Und dann gibt es noch einen Punkt, der mich stört, und zwar, das ist das hier. Jetzt haben die da so ein Loch reingemacht. Das schaut die cool aus. Voll die Kohle. Und wahrscheinlich, das ist Mutmaßung jetzt, damit man es da vorne anbinden kann, voll auf geil. Also dafür ist das wirklich zu klein. Da gibt es andere, wie zum Beispiel das Gerber Strong Arm, das hat auch sowas, aber da sage ich, okay, da hat das vielleicht doch einen Sinn, aber da, okay, aber egal. Oder es kann auch einen Sinn machen, wenn ich hier das Bandau, also die Schnur oder das Lineal oder wie das Zeug heißt, danach vorgebe und reingreifen kann. Aber dazu ist es einfach ein viel zu kleines Minimesser, weil so hat es einfach nicht so viel Zug. Ich muss es da hinten nehmen, damit ich sage, ich kann da auch wirklich schön ins Holz reinfahren. Also das ist für mich eine Sinnlosigkeit, aber ich reg mich ja gar nicht über das Loch auf und ich reg mich eh nicht wirklich auf. Das ist ja nur einfach so. Es wäre schön,
wenn hier diese Schleifkerbe nicht so tief und nicht so weit wäre, sondern dass der Anschliff weiter nach vorgezogen ist, dann wäre die Klinge noch brauchbarer, man könnte noch schöner und hätte mehr Möglichkeit zu schnitzen, es wäre noch kräftesparender und es würde am Gewicht nichts ändern. Es würde an der Balance des Messers nichts ändern und es wäre einfach cooler, aber es ist halt nicht so. Aber ist es deswegen ein schlechtes Messer? Nein, natürlich nicht. Aber ja, es ist ganz einfach so. So schaut das aus. Also das würde ich wegmachen. Nicht das Loch unbedingt, aber ich würde hier den Schliff weiter nach vor laufen lassen. Ja, das Ganze lässt sich schön halten. Also ich bin insgesamt von dem Messer sehr angetan. Und Hans, danke schön, dass du es mir geliehen hast. Ich hoffe, mein Easy, dem geht es auch gut. Das war nämlich jetzt sozusagen, er durfte das Easy-Messer bei mir ausprobieren. Das, glaub, das Isola 2, glaube ich. Ja. Ich hoffe, mit dem hast du viel Spaß. Und noch etwas an alle, die mir Messer geschickt haben. Ich weiß, ich bin jetzt bei Tactical Dead. Ich bin im Rückstand. Ich weiß. Und Andreas, ich bin im Rückstand. Aber es liegt daran, dass ich momentan privat wirklich viel Stress habe. Aber guten Stress. Wirklich, keine Sorge. Ja, guten Stress. Und das ist halt ein bisschen blöd. Aber ich verspreche. Innerhalb des März 2020 werde ich diese Messer, die ich da noch offen habe, alle reviewen und retournieren. Es tut mir leid. Wenn dir das Messer taugt, unten gebe ich dir einen Link auf Amazon, billige Eigenwerbung. Wenn du das erwerben willst, schau es dir ganz einfach an. Hans, danke schön fürs Dein. Das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Wenn du wieder billige Eigenwerbung, selbstverständlich bei meinem Survival-Mentor Online-Coaching dabei sein willst, gebe ich dir auch unten den Link. Das ist eh ganz klar. Und nein, ist einfach so. Aber andere Videos und ein Abo. Und schön, dass du dabei warst. Bis bald und ciao.